Interior, aber wir zeigen heute keine Renovierung, kein Room Makeover und auch kein Möbel Makeover, kein Möbel DIY. Denn ich dachte, ich zeige vielleicht zwischendurch auch mal so kleinere DIYs, zum Beispiel so Thrift Flips, das heißt so DIY, Vintage oder Secondhand Upcycling, einfach weil wir das sehr oft schon seit Jahren tun. Ich das aber bisher immer so auf Instagram geteilt habe oder nur auf dem Blog oder nur auf Pinterest geteilt habe, aber kaum Videos dazu gemacht habe. Und das ist eigentlich ziemlich schade, ist mir dann aufgefallen, denn einige DIYs sind super einfach, super simpel und können das zu Hause so schnell verändern. Und ich habe einen ziemlich coolen Trend gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt zuerst gesehen habe, ob ich den auf Pinterest entdeckt habe oder auf YouTube. Und zwar geht es um den DIY Terracotta Look Vasentrend. Und dieser ganze Terracotta-Look oder so zurückhaltende, minimalistische, aber dennoch texturierte Look ist derzeit sehr, sehr, sehr im Trend. Und wenn man sich mal so auf den ganzen trendigen Webseiten umschaut, gibt es da ziemlich coole Inspirationsideen und richtig coole Produkte, aber die haben auch alle ihren Preis. Und ich finde, es ist auch nicht unbedingt nachhaltig, gleich jeden Trend mitzumachen und dann neu zu shoppen. Ich finde es immer ganz praktisch, so Sachen erstmal zum Beispiel als DIY auszuprobieren. Das ist natürlich ein bisschen ressourcenschonender, das Ganze, aber natürlich auch ein bisschen besser für den Geldbeutel. Und dieser Terracotta-Trend sieht super simpel aus. Also man braucht nur zwei Zutaten sozusagen, und zwar nur Farbe und Natron. Und natürlich alte Vasen, die man bemalen möchte. Ich war in Secondhand-Geschäften einkaufen, denn ich muss sagen, ich habe viele Vasen aussortiert, weil ich vorher einfach nicht wusste, dass man die so schön upcyclen kann und so einfach upcyclen kann. Aber ihr könnt natürlich eure alten Vasen nehmen, müsst jetzt nicht extra in den Secondhand-Laden rennen oder Freunde sortieren was aus und ihr schnappt euch einfach die Sachen. Ist auch eine Idee. Ich war in Secondhand-Geschäften unterwegs und habe mich einfach mal umgeschaut, ob ich Vasen finde, die passend sind, die relativ günstig sind und die einfach eine schöne Form haben. Also ich habe überhaupt nicht auf die Farbe geachtet oder auf das Muster, weil das ja alles bemalt wird, sondern auf die Form. Schöne, runde, breite Vasen passen zu diesem Look, finde ich sehr gut. Oder auch so spitz zu laufende. Ich habe aber noch ein paar andere Formen, die ich ausprobieren will. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Test. Ich habe das noch nie selber gemacht. Das ist halt wirklich so eine Art Review und so eine Art Experiment, um zu sehen, ob das wirklich so easy ist, wie die ganzen Blogposts auf Pinterest oder YouTube-Videos das sagen. Jetzt zu den Vasen, die ich gekauft habe. Einmal diese Vase, ist eine Glasvase mit einer sehr, sehr schönen Form. Die Farbe ist so gar nicht meins. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich irgendwie sage, dass mir bestimmte Sachen hier jetzt nicht gefallen, zum Beispiel wie diese Vase und ihr habt so eine zu Hause und ihr liebt sie, bitte fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Das geht hier wirklich nur so mein Stil, den ich gut finde. Vielleicht habt ihr Vasen, die ihr nicht schön findet, die ich aber richtig toll finden würde, die ihr bemalen wollt. Deshalb, ja, ich glaube, so ein Disclaimer muss man mittlerweile immer dazu machen. Vase Nummer 2 ist ein Teil, wo viele wahrscheinlich sagen, das ist viel zu schade zum Bemalen. Die Form ist wunderschön, also wirklich so eine Kugelform. Und ja, mir persönlich gefällt einfach dieses blaue Muster mit den goldenen Details überhaupt nicht. Ich habe auch Jesse gefragt, ist es zu schade, das zu bemalen? Er meinte, nein, das ist jetzt auch keine großartig wertvolle Vase. Und wie gesagt, falls ihr sowas zu Hause habt und ihr liebt das und findet das ganz schrecklich, dass ich das jetzt bemale, sorry. Dann habe ich in so einem Charity-Laden diese zwei Vasen gefunden. Die Farbe mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Die nicht so. So ein Knallgelb ist jetzt nicht so meins. Aber ich glaube, die würden so gut zusammen aussehen, wenn man die so zusammen arrangiert. Deshalb werde ich beide bemalen, damit die einfach ähnlich sind und zusammenpassen. Die Vasen haben jeweils 1,50 Pfund gekostet. Diese Vase hat 1,50 Pfund gekostet. Und die hier hat 3 Pfund gekostet. Dann habe ich eine ältere Vase. Die muss ich mal sauber machen, bevor ich male. Die habe ich schon länger und ich finde die eigentlich ganz schlicht, simpel und ganz gut. Aber ich muss sagen, immer wenn ich da Blumen reinstelle, gefällt mir das irgendwie nicht so, weil man so viel Stiel einfach sieht. So viel Wasser und Stiel, und da passen eigentlich nur Blumen, die so ein bisschen drüber fallen sozusagen über die Vase, und solche habe ich eigentlich nie. Und so eine Form habe ich bei den ganzen DIYs auch nicht so oft gesehen und ich wollte das einfach mal ausprobieren und sehen, wie das dann am Ende so aussieht, mit so einer Zylinderform sozusagen. Dann eine ganz, ganz andere Form, und zwar ist es eher so eine Schale. Uff, ist ganz schön schwer. Und ich habe mir überlegt, da am Ende Sukkulenten reinzusetzen, und ich finde die Farbe eigentlich ganz schön und an sich kann man auch einfach so die Schale verwenden. Aber ich will eher so ein bisschen den helleren Stil hier einführen in dem Haus. Das sind also meine 6 Vasen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht, und wir werden es jetzt einfach mal zusammen ausprobieren. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Zum einen die Farben, die habe ich im Baumarkt gekauft. Das sind eigentlich so Testerfarben. Das ist, glaube ich, einfach so eine Wandfarbe. Und ich habe hier die Farbe Pimplico. Das ist, glaube ich, so ein Terrakotta-Rot. Und wie ich das verstanden habe, muss man nur Farbe mit
Natron mischen. Hier ist der Pinsel schon eingebaut, weil es ja eigentlich ein Farbtester ist. Und dann kommt ein guter Löffel Natron rein. Es soll einfach so eine pumpige Masse werden, einfach eine sehr strukturierte. Und falls ihr euch wundert, warum ich das hier in diesen Schalen mache, die wollte ich eher aussortieren, die sind gerissen und ein bisschen kaputt. Und im Notfall kann ich die auswaschen und wieder verwenden für solche Projekte. So sieht die Paste jetzt bei mir aus. Ich probiere es jetzt mal damit. Ich glaube, das ist zu dickflüssig, aber es könnte eine schöne Struktur geben. Deshalb probiere ich es einfach mal aus. Leute, meine Kamera hatte einen Aussetzer bei den ersten beiden Vasen. Ich habe es jetzt aber, glaube ich, hinbekommen, dass alles funktioniert. Ich hoffe. Was ich gesagt habe beim Bemalen war, glaube ich, dass es sehr gut klappt, aber man braucht auf jeden Fall eine zweite Schicht, vielleicht sogar eine dritte. Die Textur ist richtig cool und in der Kamera, ich habe hier den Bildschirm, sieht es jetzt ein bisschen besser aus als in echt, muss ich sagen. Man sieht wirklich, dass ich einfach drüber gemalt habe. Das sieht doch nicht so nach Terrakotta aus. Okay, die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Juno. Das ist so ein schöner weiß-beige-Pfirsichton, glaube ich. Ich mache jetzt das mal ein bisschen dünnflüssiger, um zu sehen, wie der Unterschied so ist. Aber das braucht auf jeden Fall auch zwei Schichten. Tschüss, Goldblau-Muster! Dünnflüssiger ist auf jeden Fall besser für die Deckkraft. Es würde vielleicht sogar nur eine Schicht reichen jetzt. Ich hätte, glaube ich, lieber zwei. Dass man auch wirklich das Muster nicht mehr durchschimmern sieht. Und die nächste in der Farbe ist das Pendant zu der Gelben. Oh, das deckt sehr, sehr schön. Schaut mal. Oh. Für Vase Nummer 5, wir sind schon bei Nummer 5, nehmen wir die Farbe, wo habe ich sie jetzt hin? Hier, Kyoto. Ich glaube, die hat so einen leichten rosa Stich. Und diesmal will ich versuchen, so eine Mischung aus den beiden hinzubekommen. Also nicht ganz so dickflüssig, aber dennoch relativ strukturiert. Und nicht ganz so dünnflüssig, aber dennoch relativ deckend. Mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Vielleicht noch ein bisschen Natron. Okay, ich glaube, es ist gut so. Das sollte sehr gut decken. Es ist ja nur durchsichtiges Glas. Die lässt sich auf jeden Fall einfacher drehen, ohne dass die Finger schmutzig werden. Ich habe jetzt Tape gefunden und damit werde ich jetzt mal diese Schale innen abtapen, denn ich will einen, ja, einen feinen Rand haben und nicht so einen groben. Okay, jetzt mischen wir mal zwei Farben, schauen, wie das so wird. Hier ist echt alles ein Experiment, ne? Oh, das ist eine sehr schöne Farbe geworden. Ich komme mit dieser Form nicht so gut klar. Ah! Ich will hier nichts großartig anfassen, aber ich muss. Nein! Ja, die andere Vase berührt. Oh mein Gott. Es ist jetzt
abends. Ich habe jetzt alle angemalt. Ich habe zwischendurch immer gewartet, bis sie trocknen, denn ich habe bei manchen 2 Schichten, bei manchen 3 Schichten. Und genau, habe ich jetzt nicht alles mitgefilmt, weil es eigentlich immer sehr repetitiv war für euch. Und ja, die trocknen jetzt und dann melde ich mich morgen wieder. Ich zeige sie euch mal im Jetzt-Zustand. Ihr seht leider die Farben nicht so gut, weil es schon so dunkel ist. Aber morgen bekommt ihr dann das Update. Es ist jetzt der nächste Tag und hier sind die guten Stücke bereits trocken. Und sie sehen so gut aus, wirklich. Ich zeige sie jetzt euch mal ein bisschen näher. Also sie haben wirklich alle so eine schöne Textur. Hier, das ist die Variante, wo ich wirklich die ganze Paste sehr dickflüssig gemacht habe. Ich habe jetzt aber gemerkt beim Drüberstreichen, dass es irgendwie zweifarbig geworden ist. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ich es schlimm finde. Ich glaube nicht. Also ich habe nämlich die 3. oder 4. Schicht, bei dem habe ich viele Schichten gebraucht, nicht überall drüber gestrichen. Und irgendwie ist es dann zweifarbig geworden. Keine Ahnung warum. Vielleicht war dann am Ende weniger Natron drin oder das Natron hat sich irgendwie verselbstständigt und eine andere Farbe erschaffen. Muss ich noch überlegen, ob ich das blöd finde oder dann nochmal eine Schicht drüber male. Weiß ich noch nicht. Bei den anderen, das ist sehr, sehr gut geworden. Das ist eher so die halbdickflüssige Variante gewesen und die relativ dünnflüssige Variante. Und hier ziehen wir jetzt auch endlich mal das Tape ab. Schwierig mit einer Hand. Ist eine sehr schöne Linie geworden. Gut, dass ich das abgetaped habe. Denn hier sieht man, wie es aussieht, wenn man es nicht abtaped. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ja, hier hätte ich auch innen abtapen sollen. Also bei so offenen Gefäßen am besten oben abtapen. Dann sieht das so aus wie hier und ist natürlich dann viel besser, wenn es ein bisschen ordentlicher ist. Genau, sehr schön geworden. Aufregendes DIY. Ich finde aber, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Und hier noch meine kleine Review, die ich am Anfang versprochen habe. Ich kann empfehlen, die Vasen erstmal horizontal und dann vertikal zu bestreichen oder andersrum, einfach um so ein bisschen einen gleichmäßigeren Look zu schaffen. Das hat bei mir am besten geklappt. Und dann kommt es eigentlich darauf an, welchen Look ihr am liebsten haben wollt. Also ob ihr wirklich einen mit sehr, sehr, sehr viel Textur wollt, dann macht ihr die Pampe sozusagen einfach ein bisschen dickflüssiger mit mehr Natron. Oder ihr wollt einen feineren Look und dann verwendet ihr einfach ein bisschen weniger Natron und habt eine dünnflüssigere Farbe. Man wird immer die Pinselstriche ein bisschen sehen, deshalb könntet ihr auch einen so Schwämmchenpinsel verwenden, wenn ihr wollt. Ich finde die Pinselstriche aber nicht schlimm, ich finde sie sogar gut, weil sie dadurch für mehr Textur sorgen. Dann habe ich noch versucht, mit einem ganz, ganz feinen Sandpapier so ein bisschen Unregelmäßigkeiten abzuschleifen. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Wird den Look dann einfach so unperfekt lassen. Dann hatte ich ja noch erwähnt, dass man bei so offenen Gefäßen am besten den Rand abtapet. Das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Bei dem habe ich es jetzt nicht gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm geworden, aber ich würde es, wie gesagt, eher so machen beim nächsten Mal. Ich plane auf jeden Fall weitere DIYs, Thrift Flips, also so Secondhand Upcycling DIYs. Und damit ihr die nicht verpasst, vergesst nicht zu abonnieren. Das möchte ich nochmal erwähnen, da viele zuschauen, die überhaupt meinen Kanal gar nicht abonnieren. Deshalb als Erinnerung, klickt einfach den Abonnieren-Button. Ich freue mich wie immer über Daumen hoch, über eure Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!